Jo, hallöchen und willkommen zurück zu Mountain Blade Warband. Wir sind gerade in diesem komischen Dorf angekommen namens Bufran. Hier hätte ich auch drücken können, rekrutiert Freiwillige, okay. Und wir schauen uns das Ganze hier mal an. Gerade haben wir ja diesen epischen 1:6 Kampf gewonnen gegen diese komischen Plünderer. Schöne Sache. Und jetzt gucken wir mal, wenn das hier der... Okay, das ist sozusagen der Gildenmeister. Guten Tag, mein Herr. Bla bla. Aufgaben... Nee. Ah. Okay, also Leute, die für mich kämpfen, gibt's hier nicht. Okay. Kaufen brauche ich auch nichts. Obwohl, ich kann ja mal was verkaufen. Das ganze Zeug hier... Bisschen Fisch kann nicht schaden. Wow, die haben ja richtig viel Zeug. 61. 49 bekomme ich dafür. Ich glaube, das ist nicht sehr schlau, das hier zu verkaufen. Also die Waffen verkaufe ich mal nicht. Also verkaufe ich gar nichts. Werkzeuge. Oh, nicht schlecht. Na gut, aber wer weiß, vielleicht kann ich es da noch gebrauchen. Okay, dann war das unser Besuch in Bufran. Okay, das sieht toll aus hier. Schwarz. Schön. Wo können wir dann hingehen? Ich hoffe, das geht noch wieder weg. Dann gehen wir doch mal dahin. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen, weil das mit den 6, das war schon ziemliches Glück. 195. Gott. Was sinnvoll wäre für die nächsten Skills, wäre mal die Sichtweite höher zu... Oh, jetzt siehst du schon, sind sie an mir dran. Ach, das sind 3. Komm, die greifen mal an. Bisschen Action hier. I'm gonna break your legs. Nice and slow. Oh, denkst du, Puppe. Ja, ich fürchte euch nicht. Greift den Feind an. Wir sind gut drauf. Nehmen wir direkt das Schwert. Wo sind denn die... Ego-Shooter Ansicht. First Person. Ah, da kommen sie. Wo läuft der denn dahin? Hat der etwa ein, was zum Werfen? Nee, hat er nicht. Ah, nix. Nix getroffen. Abgewehrt. Ja, wir sind auf Stufe 2 aufgestiegen. Ja, da liegen sie. Unsere behinderten Plünderer. Jawohl. Einer verwundet. Oh, cool. Keine Gefangene geht nicht, glaube ich, oder? Ja, schade. Ja, okay. Das klauen wir uns wieder alles. Und das war's. 45 Dinare für uns. Gut, dann würde ich sagen, Charakter. Wir haben ja gelevelt. So, jetzt gibt's wieder hier einen Punkt. Jeder Punkt erhöht eure Truppgrößenbeschränkung. Bla bla bla. Gefangenenhandhabung geht auch noch. Ich würde sagen, wir machen mal Stärke höher. Dann können wir irgendwann nämlich hier... höher kommen. Okay, Gefangenenhandhabung. Wäre sinnvoll. So, und neue Waffenpunkte. Das war ja eigentlich eine Armbrust, würde ich sagen. Hauen wir die alle mal da rein. So. Okay, da war nichts los. Dann gehen wir mal dahin. Ist auch noch grün. Ja, und uns kann niemand was anhaben. Wir besiegen jeden hier ganz alleine. Oh Gott, das sind 4. Plünderer, 4. Naja, los geht's. Okay. Greift den Feind an. Das wäre doof, wenn ich jetzt gefangen genommen werde, aber...
Das wird schon. Jetzt sehe ich die natürlich nicht. Wo sind sie denn? Ich kann mal ganz gucken bei der Grafik, weil ich habe hier immer noch so viele Frames. Anti-Ala... Oh. Das, war... okay, ich starte mal eben neu. Ach Gott. Okay, ich pausiere mal kurz hier und, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob der das gespeichert hat, das Spiel. Aber ich glaube schon. Wir sind ja von da gekommen. Dann dahin und dann hier. Ah, ich weiß gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da schon waren. Ich glaube, wir waren auf dem Weg dahin, oder? Ich würde sagen, wir gucken nochmal eben dahin. Ein Rodok-Stammeskrieger. Na klar, 10 Dinare. Wir nehmen jetzt einfach mit, was wir können. Ich mache das jetzt auch ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich will diese erste Quest relativ schnell geschafft haben. Genau, hier sind wir ja den Typen begegnet. Können wir gleich nochmal machen. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen verstärkt. Oh, 13. 13 sind nicht toll. Oder? Mal gucken. 13 Plünderer. Riskant, riskant. Naja. What's this then, eh? Los geht's. So. Ich hätte, könnt ihr jetzt auch den einen Typen zurücklassen. Ich kann jetzt ja mal. Hält der auch jetzt mal die Position? Das wäre gut. Der muss nämlich in Sicherheit bleiben. Ich mach das alleine. Wenn ich wüsste, wo die sind. Ah, da. Oh, da sind eine ganze Menge Leute. Ja, die haben es ja gar nicht mitbekommen. Das ist natürlich auch praktisch. Was wirft denn der hier mit Steinen? Sogar getroffen, das ist ja unglaublich. Ah, jetzt können wir hier ganz cool runter. Mehr. Ich kann auch knurren. Ihr seid doch billig. Komm her. Ja. Hoppla. Komm her. Ja, jetzt hast du keine Steine mehr. Das ist doch easy. Na gut, ich hab schon ein bisschen Schiss gerade, aber... Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Lauf, 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 lauf. Jetzt haben sie mich umzingelt gehabt. Dabei bin ich nur so stark, wenn ich die einzeln bekomme. Schon die Hälfte von meinem Leben verloren. Komm, triff doch mal, Mensch! Null Schaden erlitten, ja, das ist natürlich. Ach, der wirft doch noch. Jetzt ist die Musik schon ausgegangen, weil ich hier so lange brauche. Ich hoffe, mein Typ ist nicht gestorben da hinten. Laufen die weg. XS. Ihr müsst alle sterben. Komm. Lol. Jetzt habe ich selber lol gesagt. Obwohl ich das hasse, wenn Leute lol sagen.
Okay, geschafft. Einer versprengt. Na gut. Euer Trupp gewinnt. Ja gut, der stand da hinten schön rum. Ich weiß gar nicht, ob mein Inventar jetzt groß genug ist. Ja, jetzt ist mein Inventar nämlich voll. Jetzt muss ich mal gucken, was es hier noch so gibt. Steine brauche ich nicht. Wickelstiefel brauche ich auch nicht. Rohledermantel auch nicht. Knüppel auch nicht. Aber das Zeug ist immer noch besser als so eine billige Kappe hier. Dann nehme ich sowas noch mit. Das ist nicht ganz billig. Okay, Knüppel brauche ich nun wirklich nicht. Dann nehme ich mir noch das. Und das ist noch ein bisschen was wert. Die Knüppel können weg. So, jetzt ist mein Inventar wieder voll. Okay. Ein paar Dinare haben wir wieder. Lord Stupidus, verjagte Feinde. Ach, kriegen wir den? Nee, nicht wirklich. Dann nicht. So, und ich wollte ja eigentlich, ich muss noch mal kurz gucken, ob der jetzt schon die Skill. Ah, hat er noch gar nicht. Weil eigentlich wollte ich ja meine Sichtweite größer machen. Wie war denn das? Das war, glaube ich, Wegfindung. Nee, Aufklärung. Genau. Truppfertigkeit. Dann mache ich das dann. Und hier mache ich Intelligenz, dann habe ich hier einen mehr. Dann mache ich hier mal Aufklärung größer. Und Gefangenenhandhabung. Und Waffenpunkte kommen auf zur Hälfte auf Armbrust und die andere Hälfte auf das. Na gut, oder auch nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Ich speichere aber mal eben. Ach so, muss ich dann. Okay. Ich bin nicht diesmal nicht nochmal. Ah, ich kann nochmal ganz kurz gucken. Diesmal bin ich nicht so blöd, Anti-Aliasing anzumachen. Das geht anscheinend eher nur am Anfang. Ah, jetzt ist es aber ein bisschen an. Nicht schlecht. Texturdetail hoch. HDR-Modus. Okay. Baumdetail hoch. Grasdichte. Charakterdetail. Ja, komm, hau rein. Anzahl der Leichen. Ja. Okay. Okay. An. Und die Steuerung kann auch so bleiben. Okay. Dann gehen wir nochmal dahin. Und rekrutieren Freiwillige. Zwei. Okay, wie groß ist denn jetzt der Trupp? Ach so, den kann ich mal was geben. Kann ich denen nicht was geben? Truppklasse Infanterie, bla bla bla. Irgendwie kann ich doch. Wegwerfen kann ich was. Kann ich nicht irgendwie den. Irgendwie kann man doch dem. Was ist das denn eigentlich hier? Das ist ja behindert. Okay. War ja jetzt eigentlich irgendwas dabei? Wie viel Beinschutz habe ich? 14. Einer. Okay, da habe ich jetzt nicht wirklich was Besseres. Da sind vier Werkzeuge. Bla bla bla. Irgendwie kann ich doch dem Trupp was in die Hand drücken. Ah. Okay. Okay. Dann ist das auch erledigt. Okay. Da war nichts. Hier hatte ich, glaube ich, noch gar nicht geguckt, oder? Bei dem Spiel ist es auch so, dass man in der Nacht langsamer sich nur fortbewegen kann, irgendwie. Einer. So, wie viel habe ich jetzt? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Vier. Einen brauche ich noch. Ich bin von da gekommen. Dann gehe ich mal dahin.
Das wird dann auch meine letzte Amtshandlung für diese Folge sein. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Mehr Krieg, mehr Blut, mehr Kampf. Und mehr Leute. Ah, jetzt wird's auch hell. Oh, gleich 5. Na los, komm. Wir haben so viel Money. Das wird dann ganz billig, diese erste Quest. Von da sind wir gekommen. Dann gehen wir da auch hin. Jetzt werden wir bestimmt ein paar Leuten begegnen auf dem Weg. Ah, jetzt sind wir ja auch ein paar mehr Leute. Charakter. Okay, das ist ja alles so. Inventar geht. Ist auch in Ordnung. Anmerkungen. Ach, Anmerkungen heißt das hier. Ist ja auch mal schlau. Berichte. Okay. Das große Abenteuer. Dann werde ich, wenn ich wieder zu Hause bin sozusagen, werde ich da die Aufnahme beenden und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Gut, der ist befreundet. Zumindest nicht verfeindet. Gut, dann sage ich jetzt schon mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen in dieser Folge. Ich gehe noch schnell zu dem hin. Ich hoffe, der ist da. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch geben. Okay, sehr wohl. Ich werde sie jagen gehen. Okay, Quest aktualisiert. Und das ist dann das fürs nächste Mal. Okay, dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Mount & Blade Warband mit mir, dem Henry. Bis dann.